hoffe, wir haben noch genug Speicher. Ja, eine Folge. Willkommen zu Kranke Menschen retten kleine Mädchen. Oder auch The Last of Us. Joel geht's immer noch nicht besonders gut. Aber er lebt. Still das, alive. Ja, das ist mehr, als wir erwartet hätten. Ja. Vor allem schleppt er so viel Scheiß auf dem Rücken mit sich rum. Das ja. ist erstaunlich, dass er noch steht. Liegt hier noch irgendwas? Sie hat ja auch eine halbe Ampulle Penicillin in ihn reingepumpt. Stimmt, wir wissen ja, dass das ein Wunderheilmittel ist und alles gut ist. Vermutlich wäre er dran einfach schon längst gestorben. Ja. So, an sich dürfte doch jetzt hier wirklich niemand mehr sein. Wir haben doch jetzt hier alles. Wobei hier vorne nicht, da sind wir nur durchgegangen. Genau. Ne? Oh, muss ich jetzt hier echt durch alle Häuser nochmal durch? Nein, ich glaube ich alle zu. Ellie! Okay, Joel sieht es selbst so. Ich kann sogar rennen. Ist zwar nicht so besonders dynamisch, was er da jetzt macht, aber... Schnapp dir ein Auto. Ich glaube, die funktionieren alle nicht mehr. Toll. Ich glaube, hier ist doch noch wer. Ja. So, kurzer Schnitt. Sorry, bei uns ist gerade die Aufnahme abgebrochen. Aber jetzt geht's direkt weiter. An Ort und Stelle. Oh, da sind Gegner. Ah, ist doch noch nicht alles leer. Und ich bin fast tot. Das hat ja gut funktioniert. Machen wir mal hier. Nicht so richtig wirklich, ne? Nee. So. Heilen. Die werden jetzt nicht bis hierher gelaufen kommen, oder? Oh, steht direkt hinter dir. Ich habe an sich diesen tollen Flammenwerfer, aber die Reichweite ist viel zu gering, als dass ich damit irgendwas Sinnvolles machen kann. Aber du wolltest die Reichweite nicht ausbauen beim letzten Mal. Ja, aber das ist ja auch nichts gegen jemanden, der da hinten steht. Oh doch. Hast du 2 Meter mehr Reichweite. Die Reichweite wird verzehnfacht. Ich glaube nicht. Guter Schuss. Ja. Mann, ich hab... In dem Moment, wo ich abgedrückt habe. Dass er mir den Schuss nicht verschwendet hat dadurch. So. Wo ist denn mein Freund jetzt hin? Weg. Alle tot. Alle weg. Die haben sich alle so gut versteckt wie bei dir. Ach, da ist er. Na klar. Ach, da ist auch noch einer. Ja, die sind hier viele. Habe ich auch schon festgestellt. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir haben in dem Spiel schon mittlerweile die halbe Weltbevölkerung ausgelöscht. Die noch existieren, ja. Ja. Ich hoffe, hier ist keiner mehr neben dir. Ich kann das ja nochmal eruieren. Nope. Zumindest niemand, den ich sehe. So, jetzt sind sie nämlich alle da hinten in dem Hinterhof. Kann ich hier mal vorsichtig vortasten. Kannst du auf den Tank steigen? Ich glaube nicht. Der wird ein bisschen hoch sein ja. Für den lieben Joel. Selbst wenn er nicht verletzt wäre. Ach stimmt, du bist ja noch verletzt. Merkt man ihn gar nicht mehr so doll an, ne? Aber er hat auch literweise Penicillin in sich. Fit wie ein Turnschuh. Ja, das war gut. Tschüss. Da hinten sind sie. Oh, meine Güte. Ja, die rennen auch alle weg, ne? Naja gut, ich leg sie ja auch hier einen nach dem anderen um, also. Ich hätte auch Schiss an ihrer Stelle. Völlig zu Unrecht. Wenn die wüssten, dass wir hier so ein halbtotes Wrack sind. Dann wären sie noch viel beeindruckter. Ja, stimmt wahrscheinlich schon. Wir sind aber hinter dem Zaun jetzt langgelaufen. Genau. Den habe ich erledigt. Hat er was? Oh, eine Axt. Aber wir haben noch eine, ne? Die ist auch genauso stark. Also, Quatsch. Aber das kann man sich merken, dass da eine ist. Wobei, so nah an die Gegner ran möchte ich jetzt eigentlich gar nicht. Da ist keiner, muss erst im nächsten Bereich. Ja, hier links sind auf jeden Fall welche. Over here. Hinten am Hauseingang, ne? Ja, ich hab's gesehen. Hier vorne ist auch einer. Ziel ist das für Anfänger. Ja, wirklich. Das ist total überbewertet. Ich glaube, der ist sogar tot. Nee, schade. Mann! Wie schnell kann er denn mit so einem großen Gewehr zielen? Ja, verbinde ich mich mal in Ruhe.
Ja, zielen ist wirklich was für Anfänger. Jetzt. Du eigentlich wolltest du den Baum fällen, dass er auf ihn rauf fällt, ne? Ja. Ich probiere das noch ein paar Mal. Brauche ich eine P90, das haben wir bei Stargate gelernt. Da kann man Baumstämme komplett durchschießen. Ja. Bei Crysis ging das auch. Stimmt, aber nur bei Crysis 1, dann haben sie es wieder verlernt. Ey, der Typ nervt jetzt. Das ist echt. Komme ich ja nicht rum. Da würde ich ihn hinwerfen. Hier so? Ja. Direkt? Ja. Das bringt auch nichts. Nimm doch den Flammenwerfer und lauf ran. Ja, aber da hinten sind ja auch noch Gegner. Ja, du hast ja gleich wieder Deckung. Auf deiner Seite. Ja. Alternativ auch so. Keep running, ja. Den habe ich euch noch in den Rücken mitgegeben. So, jetzt sind sie ums Haus rum. Das heißt, ich kann hier zumindest schon mal vorlaufen. Oh, und ich habe wieder Munition für mein Lieblingsgewehr. Sehr schön. Looten und Blut. Jetzt auch rennen. Meinst du? So. Nachladen. Hatte das schon immer nur zwei Schuss? Ja. Scheiße. Dummes Gewehr, warum mag ich das? Sogar nur einen Schuss. Ich weiß ja. Ich dachte, wir wären schon bei drei mittlerweile. Nee. Oh ja. Oh, Heilung, ja. Sprengstoff. Alles, was das Herz begehrt. Noch was? Hier ist nur Gerümpel. Gerümpel. Übrigens ein schönes deutsches Wort. Gerümpel. Ja. So, jetzt sehe ich doch wieder nicht, wer da draußen ist, ne? Naja, gut. Dann einfach. Ja, aber hier gleich eine Deckung. Genau. Rein ins Vergnügen. Ja. Nur nützt mir die Deckung nichts, weil die sind wahrscheinlich alle auf da links. Auf der anderen Seite, glaube ich. Rechts meinst du? Ja. Ja, ich werde nie erfahren, wenn ich nicht rausgehe. Ja. Ich kann noch einmal nachladen. Ach so, so machen wir das jetzt. You finish him off! Get him still! Oh, shit! Wieso bin ich ein mieses Schwein? Jetzt haben wir eine Geisel. Geiselaustausch. Ja. Ich glaube nicht, dass dieser euch interessiert. Joel hat so eine Wut im Bauch. You wait here. Blut im Bauch meine ich natürlich. Now. The girl. Is she alive? What girl? I don't know no girl. Der Jack Bauer 24 Gedächtnisbeinstich. Now pop your goddamn knee off. The girl. She's alive. She's David's newest pet. Where? In the town. Now you're gonna mark it on the map. And it better be the same exact spot your buddy points to. Mark it. It's right there. You can verify it. Go ask him. Go on. I tell you, I ain't lying. I ain't. Fuck you, man. He told you what you wanted. I ain't telling you shit. That's all right. I believe him. No, wait! Fuck, Joel. Wakey, wakey. Er mag dieses Mädchen, glaube ich. Let's go! Ja. Stop! Nein! I warned you. I'm infected! Really? So are you. Right there. Roll up my sleeve. Look at it! I'll play along.
what you say? Everything happens for a reason, right? What the hell is that? She would have turned by now. It can't be real. Looks pretty fucking real to me. Oh Mann, ey, Idiot. Wow, durch Schwein durchgeschossen. Da ist wieder ihr Messer. Sehr gut. Wow. Okay. An der Stelle sind wir jetzt, an der man die Sichtverhältnisse verändert. Naja. Wo? Hinter uns? Also hinter uns würde Sinn machen, aber... Ja. Ja. Der hat alle Türen fachmännisch mit Kisten verrammelt. Tolle Stadt hast du da. Ja, wo sind unsere ganzen Waffen, ey? Miese Scheiße. Ja, Arschloch. Aber zumindest mit einem hat sie recht, er ist infected. Das heißt, er macht's nicht mehr lange, egal was jetzt passiert. Ist er infiziert? Ja, sie ist ja infiziert. Sie hat ja den Erreger im Körper. Oder die Sporen. So. Und sie hat ihn doch gebissen gerade. Sie hat ihn doch voll in die Hand gebissen. Ja. Also er ist auf jeden Fall infiziert. Okay. Ich weiß halt nicht, ob sie das auch noch überträgt. Ich gehe mal davon aus. Also ich denke schon, das macht Sinn. So. Ich glaube, er wird nicht mehr lange genug leben, das zu verifizieren. Davon ist auszugehen. Da sind sie. Ach so? Der ist ein bisschen wie der Governor in Walking Dead, ne? So einerseits ein Arschloch, aber andererseits kümmert er sich ja schon irgendwie um seine Gruppe. Ja. Also, ziemlich ähnlich. Die kommt doch jetzt hier gleich rein, oder? Beziehungsweise ich könnte jetzt hier raus. Vielleicht nicht gerade jetzt. Jetzt? Genau. Ich nehme mal die Flasche noch mit. Man muss ja alles mitnehmen, was man kriegen kann. Soll ich mir den holen? Ja, weiß nicht. Jetzt vielleicht ein bisschen spät schon. Ach, scheiße. Mann, ey, wie ärgerlich. Ja, klar, es sind noch einer. Ja, drei, da habe ich natürlich eine Chance jetzt. Ach, Mann. Ja, eine richtig gute Chance habe ich da. Ja, das machen wir dann gleich nochmal. Ja. Ja, man darf nicht zögern, man darf einfach nicht zögern. Nee. Ich dachte, ich laufe dem schnell hinterher und dann. Sein. Das ist natürlich nichts, ey. Kommst du aus dem Fenster raus? Ja. Possible. Oh, da ist einer, da ist einer. Knappe Angelegenheit. Aber an sich dürften die mich doch gar nicht so besonders gut sehen in dem Schnee. Nee. Sturm. Zumindest wenn es nach Call of Duty geht. Dürfte ich eigentlich relativ unbehelligt hier rumlaufen können. Ja, guck mal, du selber kannst ja auch nur Millimeter weit sehen. Ja, manchmal sind aber ja Computer ein bisschen fies bei sowas. Aber es brennt hier noch, ne? Sehr gut. Ja. Wenn sowas erstmal richtig brennt.
Ist mir das was, da hoch zu klettern? Irgendwie nicht, oder? Ich glaube nicht. Da ganz hoch komme ich nicht. Da dann? Okay. Ich würde einfach mal sagen, den Platz verlassen. Ja. Ist aber unwohl dabei, ich habe noch keine Waffe. Du hast eine Flasche. Ich habe eine hammergeile Flasche. Gib mir eine Pistole. Mit einem Schuss, danke. Neue Waffe, Revolver. Super. Ja, das ist doch meine Kanone. Genau das habe ich mir vorgestellt. Na! Woher, woher? Nö. Ach komm, wieso können die mich denn jedes Mal greifen? Weil du ein kleines schwarzes Mädchen bist? Ja, aber ist doch scheiße, ist das doch. Wieso bin ich denn ein kleines schwarzes Mädchen? Ich wäre lieber ein großes, starkes Mädchen. Der hatte doch aber eben noch einen Revolver in der Hand. Ich hasse manchmal die Unlogik bei diesem Spiel. Wieso kann ich dem jetzt nicht wenigstens eine Kugel abnehmen? Aber dem nehme ich jetzt gleich was ab. Oh! Ja, sehr schön. Ellie. Schönes Ding. Das war der Brad Pitt Gedächtnissprung aus Troja. Denkst du, ich weiß noch, wo ich bin? Nö. Oder wo ich hin muss? Nö. Mal weiter. Where is this kid? Eigentlich auch ziemlich schlecht, ne, dass sie alle von so kleinen. Ja. Mädel getötet werden. Und jetzt habe ich auch noch 4 Schuss. Das heißt, es wird immer schlechter für die Jungs. Ja. Das heißt, du kannst einen Menschen töten. Sei doch nicht so pessimistisch. Das ist wirklich schon optimistisch. Hör auf, mich hier fertig zu machen. Ich mache das gerade ganz schön gut. Wenn ich Scheiße baue, darfst du dich über mich lustig machen. Aber jetzt darfst du mich auch ruhig mal ein bisschen unterstützen. Du machst das gut. Danke, das wollte ich hören. Das nächste Mal noch ein bisschen mehr Ehrlichkeit in der Stimme. Du machst das hervorragend. Das bedeutet bei dir gar nichts, wenn du das sagst. Dir ist doch alles hervorragend. Bestimmt bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen. I'm saying we could have a real situation here. We already have a situation. We're gonna take care of it. Stay focused. Find it. Der kommt jetzt gleich rum. Holy shit! Ja, du hattest recht. Das war tatsächlich optimistisch. Son of a... Hä? Hinter uns? Wieso? Du hast gerade keine Sonderlinge. Ist doch ein Scheiß, ist das doch! Ja, komm. Spaß dir. 4 Leute, das schaffe ich eh nicht. Hätte ich aus der Situation jetzt rauskommen können, ne? Ich weiß es nicht. Am besten wäre, wenn du jetzt ganz am Anfang wieder startest. Wer? Nee. Wo bist du? Na, da am Eingang. Das ist die Eingangstür zu dem Haus. Meinst du, wir wollen die Folge beenden? Ja, ist vielleicht besser. Dann haben wir das nächste Mal mehr Ruhe, um uns dieser Situation da drin zu widmen. Genau. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht einschneiden, macht's gut.